Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rap Underdog Box von RDK. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. RDK mit Rap Underdog. Das Ganze ja sein zweites Album. Das erste Album, das auch damals direkt in Boxform erschienen ist, war das Album Paradies. Das Ganze im Jahr 2014 erschienen und jetzt 2015 dann Rap Underdog. Beides erschienen über Keine Liebe Records. So sieht das Ganze aus. Wir haben eine schwarze Box mit einem Pappschuber darüber. Und wir lesen hier oben KLR, das steht für Keine Liebe Records, also bei Prinz Pi in Berlin unter Vertrag. Und darunter lesen wir E, dann ein umgedrehtes YSSLW, also EYSLW. Ice Low, das ist ja das alte Label von RDK, das er selbst mit zwei Freunden gegründet hatte. Dann haben wir hier diverse Symbole. So sieht das aus. Also Mondsicheln, Schlangen, Pfeile, Messer, sieht aus wie zwei Schwerter. Jede Menge kryptische Symbole, Unendlichkeitszeichen. Und dann haben wir noch RUD, das wohl für Rap Underdog stehen dürfte. Auf der Seite lesen wir ebenfalls wieder RDK Rap Underdog. Rechte Seite ident. Auf der Rückseite haben wir die Credits und einen Barcode. Ansonsten blank schwarz das Ganze. Ober- und Unterseite ebenfalls blank schwarz. Dann machen wir mal den Schuber weg. Die Box darunter genauso gestaltet, nur dass hier auf der rechten Seite das Rap Underdog fehlt. Und hier haben wir dann auch noch das Logo von RDK. Ja, es ist eine etwas speziellere Box, so wie so ein dickes Buch. Und das Ganze lässt sich dann hier oben aufklappen. Hier haben wir nochmal RDK abgebildet in der Innenseite. Und hier dann den Inhalt. Also wir haben hier einmal ein Poster, ein T-Shirt, einen Patch, einen Aufnäher. Einmal die Instrumentals zum Album. Dann haben wir so einen kleinen Beutel mit Stickern. Und natürlich das Album an sich. So sieht das Ganze von innen aus. Schwarz mit so einem Einleger, in dem die CD drin war. Und hier eben lesen wir Keine Liebe und RDK hier nochmal abgebildet. Gut, Box packen wir wieder in den Schuber und zur Seite. Und wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. RDK mit verschränkten Armen, zwei Mittelfinger ausgestreckt. Oben rechts lesen wir RDK in weißer Schrift, Rap Underdog in Gelb. Dann in T-Shirt und Sonnenbrille eben besagter Mann. Die Arme sind zutätowiert. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 13 Stück an der Zahl. Wir haben Features von Frauenarzt, Prinz Porno und Sean TSK. Meine Favoriten des Albums sind zwei Tracks, einmal Nummer 2 Rap God und einmal Nummer 13 Outro. Dann haben wir unten noch einen Barcode und die Credits. So sieht das Ganze von der Seite aus, RDK Rap Underdog. Und dann kommen wir mal zum Inhalt des Albums. Wir schauen uns als erstes mal das Booklet an. Also, Cover kennen wir bereits. So, was haben wir hier? Hier haben wir einmal die ganzen Infos zum Album, also die Credits. Dann lesen wir nochmal RDK Rap Underdog. Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Interpreten. In Farbe diese geschlungene Treppe. Wieder schwarz-weiß. Der Künstler zu sehen, dürfte wohl hier im Ausland sein. Keine Ahnung, wo das sein soll, aber es dürfte auf jeden Fall, ja, ich schätze mal Osteuropa sein, Polen eventuell. Dann haben wir hier die 13 Tracks aufgelistet, inklusive der Informationen, wer daran beteiligt war. Nochmal RDK in Rückenansicht. Keine Liebe
Und dann hier hinten noch Shoutout, also mehr oder weniger so eine Danksagung. Könnt ihr euch natürlich hier in Ruhe durchlesen. Ja, und dann haben wir hier hinten noch diese Grafik. Kann man natürlich als Wendecover verwenden. Ich werde es in diesem Fall dabei belassen. Die CD sieht aus wie auch schon das Cover. Also hier Erika mit den Mittelfingern abgebildet. So sieht die CD aus. Rückseite glatt schwarz. Dann haben wir die Instrumentals, die sich vom Cover deutlich unterscheiden von der Album-CD. Also das sieht echt irgendwie nach Drogenrausch aus, nach LSD-Erfahrungen oder so. Sehr bunt, sehr wirre Formen, sehr interessant. Gelber Schriftzug in der Mitte, Instrumentals. Tracklist haben wir keine, diese Grafik auch hier auf der Rückseite. Die CD würde mich jetzt interessieren, jawohl, diese ebenfalls in diesem Stil gestaltet. Macht mich echt fertig von der Optik. Also, ja, sieht mir echt so nach Drogenrausch aus. Instrumentals lesen wir hier auch. Die CD und das Ganze, wie so oft, in einer Papphülle. Dann haben wir diesen Aufnäher. EYSLW, also iSlow Member. Schöner, großer Patch in Schwarz und Weiß. Sieht auch sehr gut verarbeitet aus, also hier stehen keine Fäden weg oder sonstige Fehler. Nein, der ist echt schön gemacht. Ich meine, hier auf der Rückseite gut, ein, zwei Fäden, aber sieht echt, echt gut aus. Dann haben wir ein T-Shirt und davor auch noch ein Poster. Das Poster relativ klein gehalten, in A3 ist das. Einmal hier, Rap Underdog, erinnert sehr stark an das Boxdesign, nur eben hier in so einem braun oder braun-gelb gehalten. Rap Underdog. Und auf der Rückseite, muss ehrlich sagen, diese Seite gefällt mir deutlich besser, sieht aus, also hier lesen wir nochmal iSlow Gang. Und hier sehen wir einen Hund, sieht für mich auf jeden Fall aus wie ein Dobermann mit kupierten Ohren. Und der Dobermann hat außerdem noch zwei Hörner bekommen. Mächtiges Tier, also in meinen Augen die schönste Hunderasse, die es gibt. Scheint ja auch zu weinen. Und im Hintergrund haben wir jede Menge Kreuze. Also, wenn ich mich für eine Seite hier entscheiden würde, dann ganz klar für diese. Dann haben wir Sticker. Diese sind in so einer Folie eingepackt. Hier lesen wir iSlow Smoke Good. Würde man jetzt wahrscheinlich Papes oder anderes Material vermuten. Allerdings sind hier echt, ich mache das Ganze mal auf, echt Sticker drinnen und sonst nichts anderes. Also wir haben einmal hier diesen Sticker. Auch hier lesen wir wieder iSlow im Querformat. Dann haben wir nochmal iSlow in einer anderen Schrift, ebenfalls im Querformat. Rap Underdog. Sehr interessant gestaltet, in quadratischer Form. Dann hier nochmal RDK in der Mitte, vierfach Rap Underdog jeweils in den Ecken zu lesen. Dann nochmal iSlow und Rap Underdog. Wer gibt deiner Bitch richtig dick wie ein Gott? Okay. Also, das dürfte wohl eine Zeile sein von RDK. Und dann nochmal hier in grün Rap Underdog. Also jede Menge Sticker, sowohl in quadratischer Form als auch in rechteckiger Form. Die Folie, in der die Sticker waren, machen wir mal weg. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann auch noch ein T-Shirt. Dieses sieht so aus. Also auch hier wieder das Artwork sehr stark wie die Box designt. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier in der Mitte nicht Rap Underdog lesen, sondern eben hier das Logo von RDK. Sieht sehr
ja, sehr interessant aus, erinnert so etwas an Illuminaten bzw. Freimaurer. Also da kann man eine Menge reininterpretieren. Schwarz und weiß das Ganze. Backprint haben wir keinen. Und bei dem T-Shirt handelt es sich um ein B und C in der Größe L, ein B und C exakt 190. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck, jede Menge verschiedener Formen, Symbole etc. Und dann in der Mitte hier groß noch dieses Logo von Erdeka. Wie gesagt, mich erinnert das sehr stark so an religiöses bzw. ja, Freimaurer oder Illuminaten. Interpretiert wahrscheinlich jeder anders. Und hier unten dann weitere Symbole. Das Ganze, wie auch schon auf dem Boxcover. Und ja, relativ schlicht gehalten in schwarz und weiß das Ganze. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann jede Menge Sticker, und zwar zwei im rechteckigen Format und 1, 2, 3, 4, 5 in quadratischer Form. Also macht insgesamt 7 Sticker. Das Poster, doppelseitig bedruckt, jeweils im Hochformat. Dieser quadratische Patch mit Islow Member. Die Instrumentals in der Papphülle. Und das Album an sich, Rap Underdog, im Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, Rap Underdog von Erdeka. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Erdeka unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.